Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am Sonntag Jubilate. Wir übertragen diesen Gottesdienst aus der Kirche hier in Eupa, aus der Christuskirchgemeinde in Chemnitz. Jubilate, jubelt, freut euch. Es ist der Jubel von Ostern, der da erklingt. Der Jubel darüber, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er den Tod überwunden hat, dem Leben zum Sieg verholfen hat. Diese verändernde, alles erneuernde Kraft, die von Ostern ausgeht, die will auch uns verändern, erneuern. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Dieser Vers aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, ist der Spruch zum heutigen Sonntag, der Spruch für diese Woche. Was in uns neu wird, was aus uns werden kann, das ist das Thema dieses Gottesdienstes. Wir feiern diesen Gottesdienst mit liturgischen Elementen aus Tessé. Sie sind herzlich eingeladen, diese mitzusingen, genauso wie alle anderen Lieder natürlich auch. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst. Gott hat uns die
dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehen. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir feststehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Gott, du bist allezeit unser Vater. Groß ist deine Güte über uns. Alle Dinge kommen aus deiner Hand. Alles hat von dir her seinen Sinn. Wir rufen zu dir. Kyrie eleison, eleison. Christus, du bist Trost und Hoffnung der Welt. Du allein machst uns frei von Schuld. Du bist Gottes Sohn. Du vertrittst uns beim Vater. Wir rufen zu dir. Kyrie eleison, eleison. Gott, Heiliger Geist, du stärkst unseren Glauben. Du stehst uns bei an jedem Tag. Geschwister, gibst du uns zur Seite. Aus deiner Zukunft kommt uns das Leben. Wir rufen zu dir. Kyrie eleison, eleison. Dreieiniger Gott, du willst nicht ohne uns sein. Deine Liebe treibt dich zu uns Menschen hin. Darüber loben wir dich und singen dir zur Ehre. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Halleluja, Halleluja. Gloria, Gloria, in excelsis. Einiger Gott, wie du die Natur zu neuem Leben erweckst, so willst du auch uns Menschen erneuern und willst einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir bitten dich, belebe uns, wecke uns auf aus aller Verzagtheit, dass wir Mut haben zu glauben und auferstehen zum Leben mit dir. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Die Epistel für den Sonntag Jubilate, die stehen in der Apostelgeschichte im 17. Kapitel. Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen
und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Himmel, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte. Der er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf der ganzen Erde wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie auch Gott suchen sollen, dass sie ihn wohl fühlen und finden können. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen oder steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysos, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Das Brot bist du für den, der Lebenshunger hat. Und wenn er zu dir kommt, machst du ihn wirklich satt. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Der Weinstock bist du dem, der Kraft zum Leben sucht. Wenn er ganz bei dir bleibt, dann bringt er gute Frucht. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Johannes im 15. Kapitel und es ist zugleich der Predigttext. Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir wollen miteinander unseren christlichen Glauben bekennen und sprechen das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lass uns in der Stille um den Segen des Wortes beten. Herr unser Gott, wir bitten dich, segne du dein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, aus dir wird mal was. Da kommt der kleine Steppke und zeigt ganz stolz, was er aus seinen Legosteinen gebaut hat. Und die Erwachsenen nicken anerkennend und sagen: Na, aus dir wird mal was. Schon ist der Kleine noch ein Stück größer geworden, fühlt sich beachtet, bestärkt, motiviert. Aus dir wird mal was, solche Sätze beflügeln, sie setzen Kräfte frei.
sofern man ihnen Glauben schenken kann. Vielleicht kennt sie aber auch den anderen Satz: Aus dir wird nie etwas. Viele Schüler haben das gehört, vom Lehrer gesagt, der entnervt aufgibt. Noch schlimmer, wenn die Eltern so von ihren Kindern reden und diese sich ein Bild von sich bekommen: Aus mir wird nie etwas. Wer sowas glaubt, der hat es schwer im Leben. Was aus uns werden soll, davon spricht Jesus in der Rede vom Weinstock. Am Ende des Textes heißt es: Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr Frucht bringt und werdet meine Jünger. Zu Jüngern von Jesus sollen wir werden. Sonderbar dabei, die, zu denen das hier gesagt ist, die sind das schon. Es sind Jesu Jünger, die ihm zuhören. 3 Jahre sind sie mit ihm unterwegs gewesen, waren in seiner Schule, sind mit ihm durchs Land gezogen, haben von ihm gelernt, sind eingewiesen worden in die Geheimnisse des Reiches Gottes. Sie sind ihrem Rabbi gefolgt, sind seine Schüler geworden und nun sollen sie das nochmal werden. Sollen sie noch weiter in diese Berufung hineinwachsen, die sie schon angetreten haben. Sie sind das schon. Was sie noch sind, davon hat Jesus vorher bildlich gesprochen. Ihr seid die Reben am Weinstock. Und mit dem Weinstock hat er sich selber gemeint, sich selber damit verglichen. Ich bin das. Und die Reben gehören zu mir. Sie sind Teil des Weinstocks. Wachsen und reifen können sie nur, wenn sie am Weinstock dran sind. Wenn es da eine lebendige, organische Verbindung gibt. Losgelöst vom Weinstock vertrocknen die Reben. Ihr seid die Reben, ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner, erklärt Jesus. Um ihn geht es, den Weingärtner. Ihm gehört alles und er will Frucht sehen. Er freut sich, wenn da Reben wachsen. Und er wird dadurch geehrt, wenn ihr Frucht bringt. So wie das eben jeden Hobbygärtner Ehre macht, wenn er in seinem Garten ernten kann. Eigentlich ist das ein richtig schönes Bild, in das ich mich gern hineindenke. Eine ermutigende Rede, wie wenn eben jemand zu mir sagt: Aus dir wird etwas. Oder aus dir ist schon was geworden. Eine schöne, süße, saftige Traube. Gott freut sich über dich. So wie sich der Weinbauer über Reben freut. Eine wahrhaft gute Botschaft. Evangelium im besten Sinn des Wortes. Über diesen Text spreche ich manchmal mit Menschen in ganz unterschiedlichen Gemeindekreisen. Auch im Grundkurs. Also dort, wo Leute sich auf den Weg des Glaubens begeben, die den Glauben erst einmal kennenlernen wollen. Und dann frage ich sie: Was bleibt denn bei diesem Text hängen? Was löst er denn auf? Und erstaunlich, oft sind es die negativen Aussagen, diese bedrohlichen Bilder, die da am Ohr bleiben. Eine jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen und ins Feuer werfen. Sie verbrennen. Das klingt dann gar nicht nach guter Botschaft. Das klingt nach Gericht. Also das sagt jemand zu dir: Aus dir wird nichts. Was du zustande bringst, das genügt den Ansprüchen des Weingärtners nicht. Was, wenn mich das betrifft? Auch bei Menschen, die schon lange im Glauben unterwegs sind, kann dieser Text solches Empfinden auslösen. Die Angst, aus meinem Christsein nicht genug gemacht zu haben, mit meinem Glauben zu wenig bewirkt zu haben. Der Weinbauer schaut sich das an und sagt: Ungenügend, aus dir wird da nichts. Plötzlich bekommt dieses schöne, angenehme Bild vom Weinstock Risse, wirkt befremdlich, löst Ratlosigkeit aus.
Wir wollen diesen Text für uns zum Sprechen bringen, aber was er sagt, das klingt gar nicht gut. Es engt uns ein, statt dass es uns in die Weite führt. Es bedrückt, statt dass es aufrichtet. Mancher fühlt sich da eben an seine Schulzeit und an den Lehrer erinnert, der sagt, aus dir wird nie etwas. Und er hört darin das Urteil Gottes. Wie dieser Ratlosigkeit begegnen? In der Regel lasse ich an dieser Stelle den Imperativ im Text suchen, also die Befehlsform. Was sollen wir denn machen? Was wird denn nun von uns erwartet? Manche antworten da ganz vorschnell, na, Frucht bringen. Das will doch der Weingärtner von uns sehen. Ja, das stimmt. Der Weingärtner ist auf Frucht aus. Er möchte ernten. Das ist sein Ziel. Aber der Imperativ heißt nicht, bringt Frucht, sondern bleibt an mir, bleibt mit mir verbunden. 7-mal wird in diesem kurzen Text vom Bleiben gesprochen. Und die Frucht ist die Folge dieses Dranbleibens. Sie erwächst daraus, zwangsläufig, selbstverständlich, möchte man sagen. Genauso wie es selbstverständlich ist, dass eine Rebe für sich allein keine Frucht bringen kann. Sie braucht die Verbindung, das Verwachsensein mit dem Weinstock. Und was in der Natur völlig logisch ist, das gilt eben im übertragenen Sinne auch für den Glauben. Das zu entdecken, wirkt überraschend. Das kann aber auch befreiend wirken. Das löst Erleichterung aus. Da wird der Text wieder zur guten Nachricht. Aus dir wird etwas. Und die Voraussetzungen dafür musst du gar nicht schaffen, kannst du gar nicht erschaffen. Sie sind vorgegeben. Du darfst sie in Anspruch nehmen. Du darfst dich damit verbinden. Dran zu bleiben als Rebe am Weinstock, als Jünger an Jesus, ja, das ist eine aktive Tat und doch mehr eine aktive Entscheidung. Das geht nicht ohne mein Ja. Und es ist zugleich ein passives sich beschenken lassen. Ein Festmachen bei dem, der mich festhält. Wie wir an Jesus, dem Weinstock, bleiben können, dazu gibt er seinen Jüngern nun einige Hinweise. Meine Worte sorgen dafür, dass ihr rein werdet und dass so die Frucht wachsen kann. Meine Worte sind für euren Glauben wie die Nährstoffe für die Rebe. Darin fließt euch Kraft zu. Sie lassen euch wachsen. Sie lassen die Frucht entstehen. Dem Wort Jesu verbunden bleiben. Mich davon leiten, inspirieren, korrigieren lassen. Etwa seinen Worten aus der Bergpredigt: Selig sind die Friedenstiften, selig sind die Barmherzigen, die Sanftmütigen. Oder trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wenn ich mir davon etwas sagen lasse, dem folgen will, dann gewinnt dieses Bleiben an Jesu in meinem Leben Gestalt. Und das wird sich auswirken. Daran wachse ich, so wächst die Frucht. Da wird was aus uns. Wenn seine Worte an uns wirken, werden wir zu seinen Jüngern. An Jesus bleiben. Das Bild vom Weinstock ist zugleich ein Bild auch für Gemeinschaft, ein Bild für die Gemeinde. Viele Reben hängen am Weinstock. Und jede Rebe wiederum besteht aus vielen Beeren. Der Apostel Paulus nennt die Gemeinde einmal den Leib Christi, die Verkörperung Jesu in der Welt. An diesem Leib Christi, an Jesus dranbleiben, heißt dann, sich seiner Gemeinde verbunden wissen, deren Nähe zu suchen, dieses Miteinander zu pflegen. Die anderen geben mir Kraft, sie trösten mich. Sie fordern mich freilich auch heraus. Sie helfen mir, gute Entscheidungen zu treffen. Auch als Mensch in meiner Persönlichkeit ist Wachstum nur in Gemeinschaft möglich. Geistliches Wachsen ebenso.
So wird etwas aus uns. In Gemeinschaft werden wir zu Jesu Jüngern. Die Rede vom Wein, die lässt uns zudem an das Abendmahl im Gottesdienst denken. Im Johannesevangelium wird das Abendmahl nicht direkt erwähnt, nur so versteckt angedeutet. Immerhin hält Jesus diese Rede vom Weinstock am Abend vor seiner Hinrichtung. Die anderen Evangelien berichten davon, dass Jesus an diesem Abend mit seinen Jüngern das Abendmahl gehalten hat. Ihr nehmt mich auf. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. So hat er das gedeutet und erklärt, was im Abendmahl geschieht. Wir feiern Gemeinschaft mit Christus. Wir sehen und schmecken, wie freundlich er ist. Wir spüren, wie uns Lebenskraft von ihm her zuströmt, ohne dass wir dieses Geheimnis bis ins Letzte erklären können oder verstehen können. Es bleibt ein Geheimnis, mit dem wir uns aber beschenken lassen können, das uns Jesus nahe bringt und seine Jünger sein lässt. Am Ende seiner Weinstockrede kommt Jesus auf das Gebet zu sprechen. Wenn ihr mit mir verbunden seid, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden. Auch im Gebet drückt sich diese Verbundenheit mit Jesus aus. Im Gebet suche ich die Nähe zu ihm, lebe die Verbindung, die Beziehung mit ihm. Gleichzeitig verändert sich die Art unseres Betens, je intensiver wir an Jesus dran sind. Wir entdecken, dass es im Gebet nicht darum geht, unsere Wünsche zu erfüllen, sondern dass sich sein Wille erfüllt. Je näher ich Jesus komme, desto wichtiger wird mir, was er will. Diese ersten drei Bitten aus dem Vaterunser, die gewinnen an Bedeutung. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Mache meinem Willen dem deinen gleich. Wer so beten kann, der wächst hinein in diese Berufung, ein Jünger von Jesus zu sein. Und wenn ich so mit diesen Elementen die Verbundenheit mit Jesus lebe, dann bleibt die Frucht nicht aus. Sie wird wachsen und reifen, ganz selbstverständlich, ganz natürlich eben. Das verspricht Jesus, das verheißt er uns. Der Weingärtner selbst will dafür sorgen, dass da noch mehr Frucht entsteht. Denn von sich allein kann die Rebe eben nichts vollbringen oder bewirken. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Das ist allerdings noch so ein ärgerlicher Satz in dieser sonst so angenehmen, schönen Bildrede. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich kann eine ganze Menge machen. Über diesen Satz ärgern sich vor allem die Macher unter uns, die Erfolgreichen, ja auch die treuen Arbeiter im Reich Gottes, die Eifrigen, die sich vor allem über ihre Taten definieren. Wir können eine ganze Menge tun, ja, wir sind tatsächlich zur Mitarbeit gerufen, zur Mitarbeit im Weinberg Gottes, im Reich Gottes. Aber was als gute Frucht zu gelten hat, darüber trifft der Weinbergbesitzer das Urteil. Das entscheidet er. Und Frucht ist eben das, was ihm Ehre bereitet, worüber er sich freut, was er sich gern anschaut, was wir für ihn getan haben. Also ich denke, bei dieser Frucht, die der Weinbergbesitzer sucht, da geht es weniger um Zahlen, um abrechenbare Leistungen, um Erfolge, sondern darin, was ich an Glaube, Liebe und Hoffnung gelebt habe. Was ich wirklich in seinem Sinn versucht habe zu tun und nicht nur der eigenen Eitelkeit wegen oder um meiner eigenen Ehre zu dienen, um meine Macht zu zeigen, um den anderen zu zeigen, wie toll ich bin. Darin wird mein Vater verherrlicht. Das ist allein das Kriterium, was Frucht ist. Und nur der Vater kann das Urteil darüber sprechen. Damit bleiben die Gerichtsworte, wonach eben die fruchtlosen Reben ins Feuer geworfen werden, damit bleiben diese Gerichtsworte durchaus in Geltung.
Aber das Gericht ist eben Ausdruck dafür, dass Gott ernst nimmt, was wir gelebt haben. Wir haben die Freiheit, unser Leben zu führen. Wir entscheiden, wie wir leben wollen, was uns wichtig ist, welchen Prämissen wir folgen. Und dafür tragen wir Verantwortung. Die Gerichtsworte der Bibel wollen uns daran erinnern und zugleich auch uns auch zeigen, wie das Leben eben gelingen kann, wie wir zu Reben werden, die gute Frucht bringen. Denn das Ziel ist klar. Der Weingärtner will Früchte sehen. Er will etwas ernten. Darüber freut er sich. Nicht über das Feuer, das alles verbrennt. Er will zu mir sagen, schön, was aus dir geworden ist. Und diese gute Botschaft, die darf ich glauben. Ganz egal, was der andere von mir und über mich sagen. Diese gute Botschaft soll mich motivieren, Kräfte freisetzen, damit ich eben zu dem werde, was Gott sich für mich gedacht hat. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Wir wollen miteinander beten und Fürbitte halten. In dir bleiben, auferstandener Christus, Kraft von dir empfangen, aus deiner Wurzel leben, aufnehmen und weiterreichen. Weiterreichen, was du uns gibst, Frucht bringen. Ohne dich können wir nichts tun. Du bist unsere Lebenskraft. Wir danken dir dafür. Auferstandener Christus, du gibst die Kraft, aus dir strömt sie. Wir bitten dich, gib sie denen, die müde sind, die erschöpft sind von Corona, die sich aufreiben in der Sorge für andere, deren Mut aufgebraucht ist, die sich fürchten vor dem, was kommt. Sei den Sterbenden nah, tröste die Trauernden, gib Verständnis zwischen den Generationen, versöhne die Streitenden, stärke alle, die sich für Menschen in Not einsetzen. Du bist Verzeihen, du bist Erlösung, Christus voll Erbarmen. Du bist Verzeihen, du bist Erlösung, Christus voll Erbarmen. Auferstandener Christus, du bist der Friede. Du berührst die Herzen. Wir bitten dich, verwandle die Hartherzigen, die Kriegsherren, die Demagogen und Lügner. Ihr Gift soll wirkungslos sein, weil du die Opfer heilst. Leite die Mächtigen mit deinem Geist. Gib, dass sie gute Entscheidungen treffen. Sei deiner Kirche nah. Segne unseren Bischof und alle, die deine Kirche leiten. Gib Mut zum Bekenntnis, rufe Menschen zum Glauben. Wir befehlen dir die Menschen unserer Partnergemeinde in Bucaramanga an. Und wir bitten dich, steh den verfolgten Schwestern und Brüdern zur Seite. Du bist Verzeihung. Bleibe bei uns, Herr, auferstandener Christus, denn ohne dich können wir nichts tun. Du bist der Weinstock, wir leben von dem, was du uns gibst und danken dir dafür. Erbarme dich unser, heute und alle Tage, die kommen werden. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Gott, der Herr, segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Bye.